Ja, und dann sind wir in der nächsten Runde, liebe Leute. Wir sind immer noch im Best of One und links gespawnt in blau 3D Blinchik. Vom rechts gespawnt in rot Falling in Fall Fallenja. Diamant 2 Infernala, 1779 MMR, 59% Winrate hat der, spielt ein Iron World Opening. Man hat eine Winrate von 36% im Mirror Match. Ja, sein Kontrahent dagegen in blau. 1778 MMR. 59 Siege, 50 Niederlagen, 54% Winrate overall im Mirror Matchup. 23 Siege, 12 Niederlagen, 66% Winrate. Das heißt, die beiden sollten sich hier in der Theorie ein Spiel auf Augenhöhe liefern sollen. Ne? Beide sind an der 1700 MMR-Marke. Und das ist natürlich ein schön ausgeglichenes Match. Vor allem, weil beide auch eine relativ gute Winrate haben. Da bin ich echt gespannt, wie es laufen wird. Aber ich glaube, ein Gaunt Opening gegen Brute Opening ist nicht die beste Option. Ich glaube, die Brutes gewinnen im 1 vs. 1. Oder in dem Fall im 1 vs. 2. Gegen Gaunts. Mit der Hexe bin ich mir noch nicht so sicher, was ihr Schädel da macht. Beziehungsweise ob der Schädel plus der Auto-Attack von ihr ausreichen, um die Brutes zu töten. Naja, wir sind jetzt erstmal in der Creep-Phase angekommen. Wir sehen wieder Hexen und Brutes. Die clearen ganz easy hier das Hell's Camp. Und wenn ihr euch fragt, warum kommt mein Gegner nicht mit seiner Hexe rüber und Terrest? Genau deswegen. Weil er die Camps macht. Mit Hexe, mit Brutes oder mit Hexe Gaunts. Aber Brutes sind definitiv die bessere Wahl. Die Gaunts hier gehen schon fast an. Oh, Falling hat's gescoutet. Oh, 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 oh. Wenn er jetzt runtergeht und da mitmischt, dann bekommt hier unser blauer Inferno schon krasse Probleme. Hat er aber nicht. Checkt jetzt erstmal hier unten das Feldcamp, wo er jetzt auf dem Weg hin ist. Und er macht in der Zeit den Watchtower. Shadow Demon, 250 Hitpoints. Schönes Luminat-Einkommen nebenbei. Hell's Bloom abpicken. Ich glaube, hier unten müsste auch noch irgendwo eine sein. Hier, glaube ich, ist die. Und dann schön weiter produzieren. Beide Spieler haben mittlerweile ihre Natural gesetzt und expandieren. Früh in einer Partie zu expandieren, kann sich natürlich auszahlen, ist aber auch riskant. Wenn du nicht weißt, was dein Gegner spielt und er pusht es. Und deswegen mein Lieblingstiming für irgendwelche Pushes oder mal reinpoken oder so, ist dann, wenn der Spieler die dritte nimmt. Weil dann hast du so viele Angriffsmöglichkeiten. Das ist einfach der Wahnsinn. Ja, auch das Health Camp hier unten relativ schnell geklärt. Easy peasy holt er sich, kann er seine Health regen. Uber-Schilde könnte er in der Theorie auf Shroud auch nochmal aufladen. Und Speed Camp holt sich hier der Falling. Ja, wenn du die dritte hast, hast du natürlich hier einen Angriffsweg über Health Camp. Wenn du das einnimmst, ist das der stärkste Angriffsweg und du kannst die dritte in den meisten Fällen töten. Du kannst auch hier vorüber versuchen anzugreifen, ist aber nicht so geil, weil, naja, wenn du hier auf die dritte gehst, seine Army steht hier, dann entscheidest du dich aber dafür, rein in die Natural zu gehen und hier Schaden zu machen. Oder sogar in die Production hoch in die Main. Aber soweit sind wir in dieser Partie noch nicht. Und an der Natural, da sammelt er sich erstmal mit seinen Einheiten und ist weiter Macron. Camps hat er gut gemacht. 4 Stück sind gerade unter seiner Kontrolle. Das heißt, er sieht alles. Er hat Speed Camp. Er hat Health Region Camp. Nur die Ressourcen Camp, die rührt heute irgendwie keinen Spieler an. Aber den Aspekt habe ich ja eben auch schon genannt. Wenn er da einen Surround hinbekommt und mit der gegnerischen Army kämpfen muss, ist das ein Problem. Und jetzt geht's hier drauf. Die Brutes wollen nach vorne, werden aber durch die Gaunts geblockt. Das war kein gutes Army-Positioning hier von Blinchik. Und immer noch kriegt er nicht den gesamten Damage seiner Army ausgeteilt. Auch wenn es aktuell eigentlich ziemlich gemischt aussieht. Nicht eindeutig klar, wer hier den Kampf rausnehmen könnte. Aber trotz des Body-Blockings hier unten und Pass-Blocking macht er das schon gut.
kaltet jetzt nochmal ein Stück zurück. Letzter Brute stirbt. Zwei Gorns sind nur noch übrig hier von Falling. Ah, und da hat er es geklärt. Ja, der letzte Gorn rennt um sein Leben. Wird aber jetzt wahrscheinlich auch noch sterben. Und hinten dran hat hoffentlich ein paar Einheiten nachgebaut, weil sonst könnte das hier schon das GG werden. Wenn du so einen guten Kampf hast, dann gehst du natürlich auf das Counter-Go. Aber da sieht er drei Einheiten, zieht sich direkt zurück und denkt sich so, nee, okay, ich bin vorne, hinten dran, vielleicht nochmal einen Swing Worker bauen, kurz aufs Makro fokussieren und dann wieder ran. Camps machen, sonstige Sachen machen. Wenn du vorne bist, sieh zu, dass du noch weiter nach vorne kommst. Aber das ist etwas, was man zum Beispiel in Low League Spielen sehr oft beobachtet. Dass die Leute sich mit ihren Units nicht trauen, komplett durchzupushen. Oder einfach mal mit 4-5 Units aufs Feld gehen. Boah, der Harass hier an der dritten kriegt fast einen Worker. Jetzt muss er aber wirklich aufpassen. Ja, manchmal ist ein Counter-Go einfach besser, als sich zurückzuziehen. Oh, der Gaunt ist super low, Mann. Ja. Gaunt ist tot, 2 und 3 sind angeschlagen. Jetzt kommen aber Brutes nochmal aus dem Süden mit hinzu. Und die Brutes, 4 Stück, 5 Stück hat er jetzt, werden dann nochmal zu Unholden. Das ist natürlich dann eine schöne Position hier. Ja, jetzt setzt er den Shroud ein, was allerdings vielleicht ein Fehler war sogar. Denn auch Blinchings und die Einheiten von Thorling laden sich auf dem Shroud auf. Also da gilt für beide, dass da der Uwe-Schild zurückkommt. Ja, nächster Clinch hier unten. Die Gaunts im Watchtower. Muss aber langsam auch anfangen zu kiten, weil sonst wird er die auch noch verlieren. Kein Brute aktuell da. Einer ist jetzt da. Weitere Gaunts kommen nochmal hinzu. 4 Stück an der Zahl. Und damit twistet das Ganze hier wieder. Und jetzt ist Falling in der Rückwärtsbewegung. Seine dritte steht. Die läuft an. Die dritte hier hinten, die wird jetzt gleich fertig werden. Und dann will er auch die Therium-Mine dazu nehmen, um auf T2 weiter durchzudrücken. Die ersten Upgrades hat er für seine Gaunts schon durch. Aber die Brutes, die sind halt einfach echt ziemlich krass, Mann. Boah. Er muss natürlich hier die gegnerischen Gaunts snipen, muss aber auch aufpassen, dass die Brutes nicht an seine drankommen. Und das ist hier leider tatsächlich die ganze Zeit der Fall. Jetzt kommt der Surround auf die Gaunts und damit RIP Gaunts. Wenn nicht sogar schon ein gebrochenes Mindset. Das werden wir sehen. GG, da ist es. Es ist broken. Blinchig ist raus. Also nicht aus dem Turnier raus, aus dem Match raus. Und Fallinger holt sich hier den Sieg.